Es sind alle Weltmarktführer dieser beiden Bereiche, Licht und intelligente Gebäudetechnik, da. 2600. Aussteller, das ist wieder mal ein Wachstum von etwa 4%. Und auch die Fläche ist gewachsen. Aber das Wichtigste ist ja die Qualität. Die Produkte sind alle da. Das ist schon großartig. Wir erwarten über 200.000 Besucher. Die kommen aus aller Herren Länder. Und die Weltleitmessefunktion ist offensichtlich ungebrochen. Sie finden hier die Technologien, die das moderne Gebäude braucht. Sie finden hier LED-Beleuchtung. Damit kann die Energieeffizienz ganz maßgeblich verbessert werden. Sie sehen hier, wie Energie ins Gebäude kommt und natürlich auch, wie Komfortfunktionen mit Hilfe moderner Digitaltechnik realisiert werden können. Die Light and Building ist die führende Messe für Licht und Building, also Gebäude. Hier werden alle innovativen Lösungen gezeigt. Wer hier nicht da ist, der hat viel verpasst.